Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit euch das Wochenhoroskop vom 28. Februar bis zum 6. März 2022 für alle Sternzeichen mit euch teilen und die ein oder andere Message mit auf den Weg geben. Wir fangen an mit unserem Sternzeichen Widder. Widder, wow, Widder möchte ich schon reden. Widder ist schon wirklich in einer Energie, wo er oder sie sich befreien möchte, ja? Widder, es kann sein, dass du sehr skorpionhaft bist, ja, vielleicht ein bisschen sehr mental oder gerade auf Krawall aus sein könntest in der kommenden Woche. Raus da, das brauchst du gar nicht, okay? Sei optimistisch. Es kann sein, dass du ein bisschen gefühlsduselig unterwegs sein kannst, ja? Irgendwie hast du eine Energie in der kommenden Woche, wovon du dich befreien musst, von diesem Druck, von diesen Impulsivitäten, von diesen Störfaktoren, die dich nicht wachsen lassen, die dich nicht frei sein lassen. Äußere deinen Unmut auf eine respektvolle Art und Weise. Ja? Lasse es zu, dass die Weisheit, deine Intuition dich führt, dass die geistige Welt dir Vertrauen schenkt, ja, oder schenken wird vor allen Dingen in der kommenden Woche. Das auszuleben, was wichtig und richtig ist, raus aus Barrikadierungen, rein in die absolute Neubeginnungsphase, aber vor allen Dingen äußere dich wirklich mit diesen Menschen oder auf die Art und Weise, wie es gerade bedarf, aber vergesst nicht, ein respektvoller Umgang wird nächste Woche in allen Lebensbereichen absolut wichtig sein, okay? Wow, Stier! Die ganze Welt zittert mit Stier. Stier, was ist kommende Woche? Unser geliebtes Sternzeichen Stier. Stier ist im Rückzug. Stier ist in der Heilung. Stier möchte sich nicht ganz zeigen. Stier, ein Problem löst sich auf, ja? Egal, ob du es mit einem Krebsen zu tun hast, egal, ob du gerade eine Krebsenergie fühlst. Stier, kommende Woche werden sich deine Probleme lösen. Es kann sein, dass du in die Heilung noch tiefer eingehen wirst. Es kann sein, dass du auf einmal eine Art der Verständigung, des Verständnis bekommst für dich oder für deine Situation. Ja, passe auf mit falschen Versprechen. Wenn man dir ein Versprechen gibt oder du dir selber, denkt an das Erinnerungs- und Versprechungsarmband, ja, was ihr euch machen solltet oder dürft. Denk daran, nach jeder Durststrecke kommt wieder eine Wasserquelle. Du wirst diese Situationen, die du gerade emotional in der Familie, in der Liebe gerade durchleben darfst, sind wichtig, ja, aber schütze dich vor falschen Versprechen und gebe wirklich darauf Acht, dass du alle Probleme, alle Konflikte, das, was in dir ist, auf eine harmonische Art und Weise löst, dich mit deinen Bedürfnissen in Verbindung setzt, mit deinen Träume, mit deinen Wünschen, aufpassen vor Falschheiten, aufpassen vor Menschen, die dir was vorjätzen, okay? Kehre in dich, hole deine Stierintuition raus, aber bringe auch die nötige Leidenschaft und Passion mit ins Spiel, Stier, damit diese Konflikte, dieses Problem, diese Beziehung, die du haben möchtest, auch wieder auf die richtige Bahn geleitet werden kann. Du hast es in dir, okay? Es löst sich auf. Es ist die Zeit des Glaubens, des Vertrauens. Das Universum unterstützt uns alle. Zwillinge. Was ist bei meinem Zwilling? Zwilling, vertraue auf die Signale, die dir gesendet werden in deinen Träumen, in deinen Visionen, ja? Gehe durch deine Ängste. Vielleicht lidierst du mit einem Skorpion, ja? Oder du bist momentan durch deine Zwillingsenergie ein bisschen mehr im Außen drinne. Vertraue kommende Woche darauf, ja? Dass, wenn du einen Plan hast, ein Ziel hast oder setze dir einfach neue Ziele, spreche jemanden an auf deine Bedürfnisse, auf das, was auch immer ist, deine Träume brauchen einen neuen Plan und gehe durch deine Ängste, weil deine Ängste können zwar eine Hilfestellung sein, aber können dir auch viele Türen schließen. Die geistige Welt ist bei dir. Öffne die Augen. Du hast wirklich die Hilfe der geistigen Welt und die Power-Energie von Zwilling. Nächste Woche wirst du einen Traum verwirklichen können, einem Traum näher kommen, einen Traum, eine Illusion, ein Projekt, ein Ziel, eine Liebe. Irgendwas wird sich nicht nur klären, wird sich aufzeigen und vertraue darauf, dass die geistige Welt komplett bei dir ist. Zwilling, die Zahl Nummer 12, ja? Steht, warum auch immer, irgendwie mit dir. Die Zahl 12 und die Zahl 3 bringen dich zum Ausdruck. Es geht um die Liebe, es geht um deine Emotionen, es geht um deine Gesundheit. Aber vor allen Dingen nächste Woche wirst du vor die Wahl gestellt, etwas umzusetzen oder etwas zurückzulassen. Wow! Leute, feiert das Leben. Öffnet eure Spiritualität, öffnet all eure Sinne, ja? Geht in den Schutz rein, den ihr euch bieten könnt, den ihr andere bieten könnt. Krebs, warum ist Krebs hier so gefestigt? Krebs, schau mal. Krebs,
Es kann sein, dass der Krebs nächste Woche ein bisschen zerrissen ist, ein bisschen ungeduldig sein könnte, ja, ein bisschen sehr emotional sein könnte oder auch ein bisschen wibbelig. Krebs, bringe Ruhe und Liebe in die Situation. Befreie dich, ja, sehe die Sachen ein bisschen entspannter. Lerne mal zu erkundigen, dich selber herauszufinden, was ist das, was mich belastet? Was ist das, was in meiner Partnerschaft nicht rund läuft, ja? Was ist das, was mich immer wieder temperamental werden lässt? Was ist das, was ich auch wirklich anziehe? Krebs, die kommende Woche wird eine tolle Herausforderung, aber vor allen Dingen die Erkenntnis, mehr Harmonie, mehr Liebe, mehr Sicherheit dir selber zu bringen, deiner Partnerschaft, deiner Situation, wie auch immer. Ja, und du wirst aufgezeigt bekommen, wovon du dich befreien darfst. Die Zahl 4, die Zahl 40 und die Zahl 8 können eine besondere Bedeutung haben. Nächste Woche wirst du viel Feuer, viel Leidenschaft, viel temperamentale Momente erleben, aber auch viel passionierte Momente. Sei optimistisch und sei nicht aggressiv, sondern genieße das Hier und den Jetzt. Ja? Die Welt liegt dir zu Füßen kommende Woche, aber es steht und fällt mit dir oder mit deinen Entscheidungen, zu überlegen, was du schon zurückgelassen hast, was du zurücklassen willst, ja, und was du wirklich erreichen möchtest im Leben. Sternzeichen Krebs, alles das, was deine Gefühle, was dich glücklich macht, ja, lass es zu, das Hier und den Jetzt. Möchte auch gerne, dass du eventuell eine Mutter wirst, ein Vater wirst oder in eine Partnerschaft gehst, die dich voller Liebe erfüllt oder vielleicht bist du schon in dieser Partnerschaft, die noch mehr zusammenwachsen wird. Wow, wunderschön. Löwe, mein geliebter Löwe. Meine Tochter ist auch ein Löwe, durch und durch. Löwe, du wirst in der kommenden Woche viel nachdenken, viel meditieren, viel mit dem Strom des Lebens schwimmen dürfen. Du hast eine große Herausforderung, du hast eine große Verantwortung. Kommende Woche wird dir eine Wirklichkeit aufgezeigt, ja, die unglaublich schön, unglaublich wichtig ist, aber auch unglaublich heilsam ist. Der Zyklus des Lebens wird anfangen, nächste Woche zu fließen. In den Finanzen, in der Partnerschaft, im Beruf, ja. Alles geschieht zu einer gewissen Ordnung, ja, der geistigen Welt. Auch wenn du gerade meinst, du stagnierst, Löwe, es geht immer aufwärts. Die Zahl 5 und die Zahl 17, ja. Vertraue auf dich, vertraue auf die geistige Welt, fühle dich frei, lasse dich fließen, bringe Ordnung, meditiere, höre Entspannungsmusiken, höre auf deine Intuition. Alles, was jetzt ist, darf sein, darf sich aufzeigen. Und die geistige Welt bringt alles in deinem Leben in die richtige Bahn. Fürchte dich nicht. Lebe dein Leben, lebe deinen Traum. Hole alle Geheimnisse raus, die dich seelisch auch belasten. Lasse es zu, dass die Heilung aktiviert werden darf in dir kommende Woche, in allen Bereichen. Diese Wochenhoroskope gelten für alle Bereiche, für Liebe, für Partnerschaft, für Finanzen, für alles, was in deinem Leben präsent und aktuell ist. Sollte es eine besondere Botschaft geben, ja, werde ich es dir sagen. Schau mal, Jungfrau, betrachte das ganze Bild. Es gibt Dinge, die du vielleicht übersehen hast oder es gibt Dinge, die du vielleicht nächste Woche übersiehst. Es gibt Dinge, die dir zeigen, wie wertvoll du bist, ja. Es gibt Menschen, die dich lieben. Du hast Menschen, die du liebst. Betrachte das ganze Bild und ordne nicht nur deine Gefühle, deine Emotionen, sondern gebe dir den Raum und die Zeit, eine neue romantische Phase zu beginnen. Mit deinem Partner, mit deinem Ex-Partner, mit jemand Neuen, aber vor allen Dingen mit dir selber, mit dem Leben. Bringe deine Waagschalen im Einklang. Waage und Schütze werden dich begleiten, aus welchen Gründen auch immer. Aber vor allen Dingen, Jungfrau, kommende Woche wirst du aufgefordert werden, das gesamte Bild zu betrachten. Ja, jede Situation, jeden Menschen, bevor du urteilst oder bevor du einen Schritt nach vorne gehst oder einen Schritt zurück. Ja, die geistige Welt, deine Seele, dein Herz, dein Geist, alles in dir wird zum Ausdruck bringen, was zum Ausdruck zu bringen ist. Du wirst geführt von der geistigen Welt, weil du hast die Quelle Gottes in dir. Du bist sehr spirituell, ja. Du bist die Weisheit, die Heilung pur. Also lasse es zu, dass Gott dir noch mehr wunderschöne Sachen vor Augen halten kommt. Du kommst aus jeder Situation raus. Stagniere nicht. Meditiere. Überprüfe jede Handlungsart in dir und um dich herum. Bringe zum Ausdruck, was zum Ausdruck zu bringen. Sei visionär und betrachte das Gesamtbild. Und eine neue romantische Phase erwartet dich. Nach jedem Tränenmeer scheint auch die Sonne für dich, weil du wirst geleitet von der geistigen Welt. Mit Liebe, mit Weisheit, mit allem, was dazugehört.
Gott sei Dank, ist das schön. Ich liebe das. Ich liebe diese Wochenhoroskope. Leute, teilt diese Videos, ja? Teilt alle meine Videos, kommentiert alle meine Videos, empfehlt sie weiter, damit die Menschen, ja, die noch nicht verstehen, die Menschen, die Hilfe brauchen, auch anhand eurer Kommentare wirklich den Mut und die Schutz und die Fülle und die Heilung bekommen dürfen, die es bedarf. Waage. Waage, auch du darfst auf deine Träume vertrauen. Auch du darfst dir Flügel wachsen lassen. Auch du darfst kommende Woche dem Leben die Farbe geben, die es bedarf. Achte auf die Mondphasen. Schaue dir den Mondabend an, ja? Schaue mal, ob du Zeichen bekommst durch, weiß ich nicht, ob die Zeit für Marienkäfer ist, Motten, Fliegen, irgendwas, was alles kreucht und fleucht. Möchte dir ein Zeichen der geistigen Welt geben. Ein Zeichen der geistigen Welt heißt auch, dass irgendjemand vom Jenseits sich mit dir in Verbindung setzen möchte in der kommenden Woche. Bleib geduldig, habe keine Angst, raus aus Unruhezuständen. Ja? Die Zahl 7 und die Zahl 22 und die Zahl 29 können vielleicht von besonderer Bedeutung sein. Ja, es ist egal, wie alt du bist. Gönne dir kommende Woche eine Ruhephase, aus welchen Gründen auch immer. Ja, höre auf deine Intuition. Vielleicht hast du auch eine Mutter, eine Oma, eine Großmutter, jemand, der verstorben ist, jemand, der krank ist, jemand, ein Elternthema, ein Mutterthema. Ja, vielleicht bist du auch Mutter oder du hast den Wunsch, Mutter zu sein. Höre auf deine Intuition, bleibe in deiner Ruhe und höre auf die Zeichen der geistigen Welt. Gerade eine weibliche, verstorbene Seele möchte der ein oder anderen Waage irgendetwas mitteilen. Okay? Wow, wie schön ist das denn? Skorpion. Was ist bei unserem Skorpion? Skorpion darf handeln. Die Zeit der Heilung, Skorpion. Kommende Woche, ja, wirst du ein besonderes Erlebnis haben, eine Situation vor Augen bekommen, wo du anfangen darfst zu heilen, wo du anfangen darfst zu verstehen, wo dein Herz wieder lachen darf, deine Seele fühlt sich ummantelt, ja. In kommende Woche werden sich viele Sachen regulieren. Das Einzige, was es bedarf, ist deinen Mut. Du hast viele Pläne, du hast viele Träume, du hast viele Wünsche, du hast viele Sachen in der Vergangenheit begehrt vielleicht auch. Momentan ist es so, wie als ob du das Gefühl hast, ich kann nicht vertrauen, ich komme nicht weiter, man schätzt mich nicht wert, ja. Du bist privilegiert, aber privilegiert heißt, sich erstmal die Selbstliebe zu geben. Du bist wie in einem Winterschlaf. Kommende Woche heißt es, lasse dich heilen von allen emotionalen, terrenalen, auch spirituellen Schmerzen, ja, oder spirituellen Lücken, die du vielleicht hast, egal was auch immer. Raus aus diesem Tiefschlaf und rein in die Heilung. 28, die 10, die 18 und die 16 haben eine besondere Bedeutung, aber vor allen Dingen geh in die Anerkennung, ja? Du wirst es schaffen. Nächste Woche geht es darum, organisiere dir neue Ziele, organisiere dir, wie du in die Heilung kommst, ordne dein Leben, okay? Raus aus Mentalismus und lasse es zu, dass die geistige Welt wirklich dir endlich diese Heilung zuteil werden lassen darf, nach der sie schon seit Jahren, seit langer Zeit schreit. Alle spirituellen Skorpione, es wird sich ein neuer Lebensweg öffnen, um noch mehr mit der geistigen Welt in Verbindung zu sein. Und das ist unglaublich schön. Schütze. Der Schütze. Wow, Schütze. Nächste Woche wirst du dich verteidigen dürfen. Deine Familie, deine Freunde, deine Arbeit, dein Herz, deine Liebe. Nächste Woche wirst du Sachen aufgezeigt bekommen, wo du dich einsetzen darfst für dich. Ja, aber auch für deine Freunde oder für die Menschen, die dir am Herzen liegen, wirst du Stellung nehmen, wirst du in die Bresche springen, wirst du zeigen, was für eine tolle Energie du eigentlich bist, auch wenn du manchmal ein Einöli sein kannst. Eine Krebsenergie begleitet dich, aus welchen Gründen noch immer. Du wirst ein Ratschlaggeber sein, du wirst ein Heiler vielleicht auch sein oder Heilung für andere Menschen sein. Du wirst viel kommunizieren, die Kommunikation, die Gespräche sind sehr wichtig. Höre auch darauf, ja, wenn deine Intuition sagt, hier muss ich was beschützen, mich oder irgendjemand anderen, weil es geht hier um Falschheiten. Jemand möchte dir eine Falle stellen oder jemand versucht, irgendwas in deinem Leben aus der Bahn zu werfen. Also achte vor Falschheiten dich, ja, schütze dich vor Falschheiten und rede immer mit der Wahrheit. Habe Vertrauen, bringe Stabilität, Liebe und Sicherheit in dein ganzes Ambiente. Die Zahl 43, die Zahl 7, die Zahl 34, die Zahl 9, die Zahl 12, und die Zahl 13 können für Schützen eine besondere Bedeutung haben. Ja. Schütze
und mache alles, was richtig ist. Es ist unglaublich wertvoll, kommende Woche alles das zu machen, was es bedarf, um dich zu schützen und andere, aber vor allen Dingen die Vergangenheit zurückzulassen, in der Gegenwart zu leben, ja, deine Gefühle zu teilen und vor allen Dingen aufnahmefähig zu sein oder aufnahmefähiger zu sein, damit die Welt dir schöne Sachen schenken kann, aber die Welt dir auch vor Augen halten kann, wer es gut mit dir meint und wer nicht. Okay? Wow, Leute, viele warten schon auf das Sternzeichen Steinbock. Ja, die sitzen schon so da. Alena, mach hinne. Steinbock. Ja, Steinbock. Der Wohlstand ist in Sicht. Ja, Spiritualität, Erkenntnis, Neubeginne. Vielleicht wirst du es in der kommenden Woche öfters mit einer Stierenergie, vielleicht mit einer Fischeenergie zu tun haben. Du wirst aber auch aufgefordert, noch bodenständiger zu sein. Ja, du bist vom Element Erde, wie Stier, Jungfrau und Steinbock. Und hier geht es darum, deine Spiritualität wird noch weiter wachsen. Du wirst die Augen weiter öffnen. Du wirst auch Menschen noch gute Ratschläge geben. Aber deine innere Sicherheit, deine Arbeit, alles was mit Stabilität, mit Zuversicht, mit Zufriedenheit, mit Yes, Honey, I can zu tun hat, wird absolut sich zeigen. Auch in der Liebe wirst du neue Wege gehen können. Auch von dieser Fischenergie kannst du vielleicht was lernen oder du wirst aufgefordert, dich einfach mit dem Strom des Lebens fließen zu lassen. Guck mal, deine Handlungsarten, ja, werden die zukünftige Woche entscheiden. Feiere die Woche, feiere das Leben, feiere das Glück, feiere die Liebe, feiere die Freundschaften. Tanze, lache, singe, lächle, egal ob es regnet, schneit oder stürmt. Ja, sei dankbar für diese wundervolle Spiritualität, die du lebst oder erleben wirst und für diese wundervollen Energien, die dir auch vom Element Erde, okay, zuteil werden. Auch von dieser fischigen Energie, ja, sei dankbar und beschütze auch die, die dir am nächsten sind oder die Menschen, die dir wirklich im Herzen sind, ja. Es ist unglaublich schön, das Leben sagt, Sternzeichen, Steinbock, du darfst feiern. Es kommt die Gerechtigkeit in dein Leben, es kommt das Gleichgewicht in dein Leben. Du wirst die Kapazität haben, dir ein Versprechen zu geben, ja, und auch wirklich dein Gleichgewicht in die Klarheit zu bringen, dich zu befreien von allem dem, was dich bisher gefangen gehalten hat, wird dir nächste Woche eine mega Befreiung zuteil werden. Leute, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, ihr spürt diese Power-Energie. Integriert euch mit euch selber. Bleibt ruhig, aber seid entschlossen, ja? Wünsche können sich nur erfüllen, wenn ihr auch handelt. Wenn ihr in der Wirklichkeit seid. Okay? Wow. Wassermann. Einige Wassermänner haben eine kleine Baustelle mit der Kommunikation. Einige Wassermänner werden kommende Woche vielleicht einen Umzug erleben, ja. Einige Wassermänner haben vielleicht schon etwas als total sicher ergeben, als wir nehmen das alle mal so hin. Es kann sein, dass du kommende Woche ein bisschen in den Zwiespalt kommen wirst, ein bisschen Misstrauen aufbringen wirst. Es kann sein, dass kommende Woche einiges an Stress auf dich zukommen wird. Ja, die Gefühle, die Emotionen werden auf Hochtouren laufen, aber Wassermann, die richtigen Antworten kommen, sofern du dir eine Ruhephase gönnst, okay? Der Nebel wird sich lichten, du wirst dein Bewusstsein so aktivieren oder du wirst über viele Dinge bewusst werden. Du wirst manipuliert werden können von deinem Ego, von außenstehenden Menschen. Sei also achtsam, bleibe der Freigeist, bleibe immer in die Ehrlichkeit. Das, woran du zweifelst, das, wonach du dich sehnst, die Antwort, die du brauchst, wird kommen. Aber komme aus einer Unsicherheit raus, ja, aus Manipulationen, aus Ängsten, aus einer falschen Wahrnehmung, aus einer starren Haltung. Und lasse auch den Nebel ziehen und lasse es zu, dass auch die geistige Welt, du dir selber und auch das Außen um dich herum dir zeigen kann und zeigen wird, ja, hier gibt es eine Baustelle und hier gibt es einen richtigen Weg. Kommende Woche wird für Wassermänner etwas stressig werden, aber vertraue darauf und glaube daran, dass das Universum dich unterstützt und dir immer zum richtigen Moment die richtigen Antworten gibt. Vielleicht wirst du auch durch eine Zwillingsenergie unterstützt, ja, oder dein Zweifel spiegelt diese Energie von Zwilling wieder. Die Zahl 16, die Zahl 11, die Zahl 17, die Zahl 36, die Zahl 7 und die Zahl 8 und die Zahl 9 werden von besonderer Bedeutung sein für dich, ja? Habe also keine Angst, ja? Nichts ist in Stein gemeißelt. Bleibe nicht an dieser Kreuzung stehen, sondern traue dich, das neue Lebensglück, was dir bevorsteht, anzunehmen. Egal, welche Hürden es bedarf, Wassermann, du kannst es, du verdienst es, ja? Du darfst leben. Ups, warte mal. Das sind die anderen Karten. Ja, das sind die Elementkarten von Feuer, Erde, Wasser, Luft. Fische! Wir wollen unseren Fischen mal ein bisschen Wasser geben. Fische, Zeit der Heilung.
Es ist die Zeit gekommen, deinen Loslassungsprozess zu feiern, die Mondenergie anzunehmen, aus dieser Desillusion, aus dieser Depressionsphase rauszukommen. Für alle Fische, die ihr schon evolutioniert, ja, die ihr schon spirituell gewachsen seid, die ihr schon versteht, wie das Leben tickt, okay, die ihr auch wirklich schon gelernt hat, dass Liebe ein Geschenk ist, was jedem zuteil werden kann. Aber wenn man es teilt, ist es noch schöner. Die Zeit der Heilung. Einige Fische werden nächste Woche spüren, dass auch gesundheitlich eine Heilung kommt. Nicht nur emotional, nicht nur spirituell, nicht nur im Herzen, sondern auch körperlich, okay? Du wirst viel kommunizieren, du wirst viel lernen, du wirst viel weitergeben. Vertraue auf dich, ja? Vertraue darauf, dass die Zeichen, die dir gesendet werden, eine wichtige Bedeutung haben werden. Dein Krafttier kann vielleicht auch ein Adler sein, ein Falke sein. Vertraue darauf, dass dieses Schachspiel, was du bisher gelebt hast oder leben wirst in der kommenden Woche, eine gute neue Strategie bedarf, Vertrauen bedarf, Zeit bedarf, Heilung bedarf, Motivation und Verständnis. Es wird eine mega, mega, mega tolle Woche, ja. Ich werde die Karten mischen, weil ich schon wieder die Karte der Angst hatte. Klar haben einige Fische Angst, ihr werdet auch aus den Ängsten rauskommen. Aber die Sonne wird nicht nur scheinen, sondern die Zeit der Heilung spiegelt sich auch hier wieder. Es ist die Zeit der Heilung, der Klarheit, des Aufwachens, sich teilen, zu genießen und das Vertrauen, was du dir selber geschenkt hast, die ganze letzte Zeit, die du dir schenken wirst, wird Früchte tragen für dich, für deine Umwelt, aber vor allen Dingen für den Frieden interner Natur in dir. Ja? Ich möchte ein paar Buchstaben ziehen, einfach nur mal so aus Jux und Dollerei, um mal zu schauen, für welche Menschen eventuell dieses Wochenhoroskop noch eine Zusatzbedeutung hat. Ja? Und, ich hatte dir gar nicht die Zahlen gesagt. Habe ich jetzt ganz vergessen. Fische, es geht auf jeden Fall, ach mein Gott, ich habe es ganz vergessen, um die Zahl 17, was hatten wir noch? Die Zahl 3, die Zahl 12, die Zahl 13, die Zahl 11, die Zahl 23, die Zahl 34 und die Zahl 30, okay? So, welche Buchstaben? Das C, P, D, Z, F, G, W, M, A, O, S, F und Q. Für diese Menschen wird dieses Wochenhoroskop die kommende Woche eine besondere Bedeutung, eine Zusatzbedeutung haben. Wieso auch immer, warum auch immer sollte ich das machen? Ich füge mich immer der geistigen Welt. Ich wünsche euch eine wunderschöne, heilsame Woche, Leute. Geht alles an, was anzugehen ist. Danke, dass ihr meinen Kanal liked, teilt, abonniert, kommentiert, ja. Dass ihr das Glöckchen drückt, dass ihr euch das Video von Anfang bis Ende durchschaut. Warum? Weil es ist auch wichtig, euren Aszendenten zu kennen. Den Aszendenten oder das Sternzeichen von euren Herzensmenschen. Gebt euch den Raum und die Zeit, meine Videos zu kommentieren. Die Kommentare sind wichtig für uns als Familie, hier in dieser Alena-Tarot-Familie, für den Kanal, aber vor allen Dingen fürs Kollektiv, ja, weil durch deinen Kommentar bringst du Verständnis, Heilung und Liebe und Fülle in das Leben anderer Menschen, ohne dir dessen bewusst zu werden. Gebe dem Leben die Liebe, die Farbe, die dich glücklich macht, weil das Leben und die Liebe sind es absolut wert. Schaue dir auch alte Videos an. Ja, Sternzeichen, Dezember, Januar, Februar, März vor allen Dingen. Alle Videos, die dich interessieren, like, teile, kommentiere sie vor allen Dingen. Und denk dran, deine Intuition führt dich immer zu mir, wenn der Moment reif ist. Jeden Sonntag machen wir um 19 Uhr unseren Live-Chat. Sei dabei, bewusst und unbewusst, ja, im Hintergrund. Sei einfach dabei und genieße diese heilende Atmosphäre. Danke an alle, die ihr so treu mir immer zur Seite steht und gestanden habt und einfach ein Teil des Ganzen seid, weil nur durch euch, durch die geistige Welt, durch das Tarot und auch durch meine Energie, ja, sind wir das, was wir sind. Und es ist ein Geschenk, das alles miteinander teilen zu dürfen. Wow, Leute, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Private Legungen, zielorientierte Therapien, schreibt mich einfach an und gerne gebe ich dir noch, sofern es möglich ist, zeitnah einen Termin. Fühl dich lieb gedrückt und wir hören uns. Bis dahin, bye.